werfen wir in diesem Video einmal einen Blick auf zwei Themen. Unseren Fokus, also unseren Blickwinkel, und auf den Urwurm, also das Lied, welches man nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommt. Unser Fokus oder unser Blickwinkel, dazu zeige ich euch gleich ein verblüffendes Experiment, unser Fokus bestimmt, wie wir durchs Leben gehen. Der Urwurm, auf den ich dann zu sprechen komme, repräsentiert den oder die Narzisstin, die wir manchmal nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Stichwort Gedankenkreise. Und am Ende des Videos gebe ich dir ganz konkrete Tipps, wie du den Gedankenkreise beendest. Zunächst zum Fokus. Ihr alle habt es bestimmt schon x-mal gehört, dass es wichtig ist, den Fokus zu wechseln. Dass es wichtig ist, nach einer problematischen Zeit, nach einer toxischen Beziehung, das Vergangene zu verarbeiten und dann ruhen zu lassen, um sich nun auf neue Ziele zu konzentrieren, die man erreichen möchte. Hallo, ich bin Michael Kleist, Coach und Traumatherapeut. Seit mehreren Jahren helfe ich online, per Zoom-Meeting, aber auch in meiner Praxis, Menschen auf ihren Weg in eine neue, in eine gute, selbstbestimmte Zukunft. Ich möchte euch einmal einen billigen Taschenspielertrick zeigen und der geht so. Schaut doch einfach mal auf dieses Blatt Papier. Was seht ihr? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, einen schwarzen Punkt. Okay. Ich frage euch, was seht ihr jetzt? Richtig, immer noch einen schwarzen Punkt. Und ich könnte jetzt sagen, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass ihr euch von den negativen Dingen anziehen lasst. Da ist nur ein kleiner, winziger schwarzer Punkt. Und auf was schaut ihr? Ich könnte weiterhin sehr oberlehrerhaft sagen, da ist so viel weiß, aber ihr seht nur das Schwarze. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Leute gibt, die sagen, ja stimmt, hat er recht. Nein, habe ich nicht. Das Ganze ist ein billiger Taschenspielertrick, mit dem euch gerade ein X für ein U vorgemacht wurde. Wohin, bitteschön, soll denn das Auge schauen, wenn einem so provokant ein Blatt unter die Nase gehalten wird? Natürlich schaut man auf den schwarzen Punkt. Unsere Augen und unser Bewusstsein ist darauf trainiert, auf den Punkt zu schauen und nicht auf das Nichts, also das Weiß drumherum. Wenn dir also jemand so einen Test, wie eben beschrieben, unter die Nase hält und dann oberlehrerhaft sagt, da siehst du mal, wie du dich nur auf das Schlechte, auf das Schwarze im Leben konzentrierst, dann ist das schlichtweg Gaslighting und jemand manipuliert dich. Richtig wäre es zu sagen, schau mal, ich habe hier ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt. Was überwiegt, das Weiß oder das Schwarz? Und dann kann man sagen, schau mal, dieses Bild ist ein Sinnbild und soll uns sagen, richte den Fokus auf das Gute im Leben oder wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Jetzt ist die Botschaft heilsam. Und hinterlässt kein schales Gefühl, es wieder einmal vermasselt zu haben. Und dieses Gefühl, etwas vermasselt zu haben, gibt dir sehr gerne ein Narzisst. Dieses Gefühl, du bist nicht gut genug. Und das Gefühl, du hast es wieder einmal vermasselt. Und wenn es ganz dicke kommt, dann kommen von solchen Leuten auch Aussagen wie, keiner hält es mit dir aus, jeder andere hätte dich schon längst verlassen, so wie du drauf bist. Das ist die Denke und das Vorgehen von Narzissten. Ein guter Therapeut lädt dich ein, den Fokus zu wechseln. Ein guter Therapeut haut nicht obendrein noch drauf und zeigt dir mit billigen Taschenspielertricks, wie fehlerhaft du doch bist. Ja, den Fokus ändern ist wichtig. Den Fokus ändern tut Not, wenn wir uns befreien wollen. Aber das ist manchmal nicht einfach, weil der Narzisst, die Narzisstin, wie ein Urwurm im Kopf sitzt. Kommen wir zum Urwurm. Du hast ein Musikstück gehört und kriegst es nicht mehr aus dem Kopf. Immer und immer wieder kommt dir die Musik in den Kopf und es fängt an zu nerven. Ähnlich ist es, wenn die Beziehung mit einem Narzissten vorbei ist. Du kriegst ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte vor ein paar Tagen das zweifelhafte Vergnügen, mit so einem Ohrwurm Bekanntschaft zu machen. Lasst mich diese Geschichte kurz erzählen und danach spanne ich dann den Bogen zum Narzissten, unserem ganz speziellen Ohrwurm.
Vor ein paar Tagen sah ich eine Fernsehsendung, in der der Chef der Wiesen, also der Chef vom Oktoberfest in München, erklärte, dass ein bestimmtes Lied dieses Jahr nicht gespielt werden dürfe, weil es mit den Rechten in Verbindung gebracht wird. Welches Lied es war, wurde nicht gesagt. Naja, ich hatte natürlich keine Ahnung, welches Lied er meinte, aber wie es halt so ist, ich war nun neugierig geworden und googelte natürlich, was gemeint war. Dazu muss man ja nur eingeben, welches Lied ist auf dem Oktoberfest verboten. Bam, krieg sofort die Antwort. Es ist das Lied Amour Toujours. Ich, hä? Was um alles in der Welt ist Amour Toujours? Also sofort auf YouTube gehüpft, das Lied gesucht, gefunden und angehört und nun hatte ich ihn, den Ohrwurm. Gratis dazu bekam ich auch die Parolen zu hören, die zu dem Lied von manchen Menschen gegrölt werden. Was lernen wir aus diesen Dingen? Verbiete etwas und es wird so richtig interessant. Das kennen wir schon aus Kindertagen, wo uns eingetrichtert wurde, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Das hat natürlich damals unsere Neugier angefacht und wir wollten wissen, warum denn um alles in der Welt nun dieses oder jenes bitteschön verboten sein soll. Verbiete etwas, mach noch ein großes Geheimnis um das Ganze und es wird so richtig interessant. Ich frage mich hier schon, warum das Verbot von L'amour toujours auf der Wiesn öffentlich gemacht wurde. Es soll hier gar nicht um die Frage gehen, ob es sinnvoll ist, so etwas zu verbieten. Mir geht es hier nur um das Wie, also wie das Verbot kommuniziert wurde. In diesem Fall wurde es an die ganz große Glocke gehängt. Ich meine, man hätte es ja auch ohne großes Tamtam einfach an die Betreiber der Festzelte kommunizieren können und gut wäre gewesen. Aber jetzt ist das Lied nun nach über einem Jahrzehnt wieder dabei, die Charts zu stürmen. Und dann ist es auch noch ein Ohrwurm, den du so schnell nicht mehr aus dem Kopf kriegst. Na prima, jetzt haben wir den Salat. Und die Beziehung zu einem Narzissten hat da so einige Ähnlichkeiten. Wenn wir mit so einem Menschen zusammen sind, dann ist das für uns vielleicht so ein bisschen wie in der verbotenen Zone spielen. Wir machen mit dem Narzissten Dinge, die wir vorher vielleicht noch nie gemacht haben. Wir schnuppern in ein Leben rein, welches uns vorher verwehrt war. Wir überschreiten manchmal selbst unsere eigenen Grenzen. Wir übernehmen uns dann vielleicht und lassen es auch zu, dass unsere Grenzen überschritten werden. Es ist dann wie bei Charlie in der Schokoladenfabrik. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und denkt sich vielleicht auch, das hier ist alles zu schön, um wahr zu sein. Ja, ja, zu schön, um wahr zu sein. Ich sage ja immer, wenn solche Gedanken auftauchen, dann ist es auch zu schön, um wahr zu sein. Wenn die Beziehung mit einem Narzissten vorbei ist, dann kriegen wir ihn oder sie so schnell nicht aus dem Kopf. Immer wieder spukt die Beziehung im Kopf herum. Ständig fragen wir uns, ob das alles, was er uns in der Anfangszeit gezeigt und gesagt hat, nur Fake war. Wir haben Fragen über Fragen und kriegen einfach keine Antworten. Diesen Zustand wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Man martert sich sozusagen selbst. Dieses Gedankenkarussell abzustellen ist schwer und scheint für viele unmöglich. Man versucht alles, um aus diesem Karussell auszusteigen, aber man schafft es nicht. Es ist wie bei einem rosa Elefanten. Versuch mal nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Es klappt nicht. Hier kommen nun 7 Tipps, wie du den Ohrwurm wieder aus deinem Kopf kriegst. Akzeptanz entwickeln. Akzeptiere, dass du in einer toxischen Beziehung warst. Akzeptiere, dass es keine Antworten auf deine Fragen geben wird. Einen Narzissten kannst du nicht verstehen. Einen Narzissten verstehen zu wollen, ist so, als wenn du ein schwarzes Loch verstehen wolltest. Es ist nicht möglich. Wenn es dir hilft, dann stell dir einen Narzissten als Kleinkind gefangen im Körper eines geschlechtsreifen Menschen vor. Ein Kleinkind, das wütend aufstampft, sich auf den Boden schmeißt, wenn es etwas nicht bekommt. Ein Kleinkind, was dir sagt, stimmt so nicht, habe ich so nie gesagt. Ein Kleinkind, welches dir heute sagt, die Lena ist ab sofort meine beste Freundin, wir haben den kleinen Fingerschwur geschworen. Ein Kleinkind, welches morgen aber zu dir kommt und sagt, die Lena ist die blödeste Kuh auf dieser ganzen Welt, nie wieder spreche ich auch nur ein Wort mit der.
Ein Kleinkind wirst du manchmal nicht verstehen wollen. Bei einem Kleinkind akzeptierst du auch, dass es so ist. Treibe Sport. Sport treiben. Körperliche Aktivität kann helfen, den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Versuch es mit Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Fitnessstudio. Routinen ändern. Manchmal hilft es, den Alltag zu verändern. Probier neue Aktivitäten aus oder ändere deine täglichen Gewohnheiten, um dich von alten Mustern zu lösen, die dich an die verlorene, an die vergangene Beziehung erinnern. Gestalte deine Umgebung neu. Schmeiß alles aus der Wohnung raus, was dich an ihn oder sie erinnert. Mal die Wände neu an. Mach aus dem Schlafzimmer das Wohnzimmer und umgekehrt. Lebe deine Kreativität aus. Kreative Tätigkeiten wie Malen, Musizieren, Schreiben oder Basteln können eine gute Ablenkung sein und dir helfen, deine Gefühle auszudrücken. Entdecke deine alten Hobbys neu. Lass Freundschaften wieder aufleben. Nimm Kontakt zu alten Freunden auf und such dir neue Freunde. Geh hinaus und hol dir dein altes Leben zurück. Wie sage ich immer, es ist nie zu spät und du bist nicht zu alt. So ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.